das Tierfeld kommt wieder hier rein. Okay. Ja, ein bisschen Farbe haben wir hier. Ach ja, wo ich das gerade sehe. Sechsmal diesen da. Oder Pilze hier? Nee, ne? Das ist, also ich habe die Werkzeuge einfach hier mittendrin irgendwo. Genau, dann brauchen wir nämlich auch den da. Dann werde ich jetzt doch mal auf spontan auf Pilze umschwenken und mal sagen, scheiß doch auf den Hopfen, der da eigentlich hin sollte. Macht jetzt natürlich da drin die Ordnung total durcheinander. Weil dieses Gemüserad hatte ja mal, hatte ja mal Sinn, hatte ja mal Zusammenhang. Da war ja Essen beim Essen und Trinken beim Trinken und so weiter und so fort. Das passt jetzt natürlich nicht mehr, wenn ich jetzt hier die Pilze hinhau. Da müsste eigentlich der Kaffee 1 aufrücken. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe, hier den gesamten Kaffee zu ernten und umzuziehen. Andersrum denke ich mir, ich mache mir bei so vielen Sachen Aufriss einfach nur aus irgendwelchen designtechnischen Gründen. Ich bin gerade ein bisschen schwer mit hier die richtigen Ecken treffen. Ja, könnt einfach mal gedrückt halten, dann wird er schon irgendwann die richtige Stelle erwischen. So. Gut. Ja, dann gehe ich jetzt echt hin und hau den Kaffee hier weg. Achso. Ah. Stimmt, ich kann ja nicht mehr. So. So, der Kaffee muss umziehen. Kannst du mal bitte... Sag mal, hör auf, ständig die Erde zu boxen. So. Geht doch. Hier die Pilze hin. Der Kaffee kommt jetzt hier hin. So machen wir das. Und dann gibt es eben keinen Hopfen. Das macht aber auch nichts. Sagt. Ist ganz witzig, aber brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Zumal man Hopfen auch nicht einfach so, also Bier nicht einfach so brauen kann. Da muss man irgendwas für lernen, wo ich noch nicht so hundertprozentig rausgefunden habe, was es ist, das man da lernen muss. Aber es ist etwas, das vom Level her relativ hoch ist, weshalb man das jetzt nicht einfach mal so eben nebenbei machen kann. So. Gut. Dann gibt's jetzt lieber Pilze. Und dann können wir uns nämlich auch diese geilen Steaks mit Pommes zusammenbasteln. Was ich ja doch ziemlich edel finde.
So. Das war soweit. Das hier. Sind wir denn hier? Da können wir schon mal ein bisschen was. Ach, guck mal. Da muss sogar noch mal ein Holz oben drauf, sehe ich gerade. Das reicht so nicht. Aber das Wasser ist fertig und noch mehr Bacon and Eggs. Sehr schön, sehr schön. So, den können wir wieder einpacken. Das ist alles irgendein Baugedönse. Wir haben Kaffee ohne Ende. So viel Kaffee werden wir unseren Lebtag nicht kochen, wie wir könnten. So, und auch wenn jetzt helllichter Tag ist, wo man ein bisschen was erleben könnte, sind wir mal konsequent und bauen jetzt trotzdem ein bisschen weiter. Wenn man immer nur nachts baut, wird man nämlich einfach nie und nimmer fertig. So, an der Stelle erstmal schön zu überlegen, wie breit wir das hier machen wollen. Wir haben oben eine Zweierfläche, dann wäre eigentlich unten eine Zweierfläche auch ganz cool. Die Frage. 1, 2, ne? Wollen wir hier die Wand bis nach oben durchziehen? Weiß ich jetzt gar nicht. 1, 2, Wand. Sind die zwei hier vor? Zack. Noch einer für den Torbogen. Hola. Oder wie mache ich das da oben? Ich sag mal, hier haben wir jetzt diese vorstehende Terrasse. Die könnte ich natürlich auch durchziehen. Ich finde es aber schön, wenn man das von unten aus sehen kann hier. Da auch überlegt, ob ich hier noch irgendwie dann hier so ein bisschen Geländer dran mache. Oder so ein bisschen. Ne, ich habe ja vielleicht nicht gerade Holzzaun. Weiß ich noch nicht. Wird dann schon lustig. Dann schon ein sehr hoher Raum, so im Gesamten. Auf jeden Fall machen wir hier jetzt auch so hinten schon mal die Grenze des Raumes, so das Ende des Ganzen. Was wir dann dahinter machen, können wir uns dann überlegen. Hier ist ja jetzt wirklich bis zur Kurve nicht mehr sehr weit. Da dann einfach noch ein bisschen Gang kommt oder was wir da machen, ich weiß es nicht. Das ist auch noch nicht dran. Das geht hier hinten sowieso extrem Richtung, ja, Notausgang. Da würde ich nicht mehr so viel machen. Die Räume, die ich sonst noch haben will, würde ich eher in diese Richtung bauen. Produktionsstätte und so weiter und so fort. Näher an die Garage als an den Notausgang. Sinnvollerweise. So. Stange, Stange. Gib mir das. Machen wir gleich nochmal zwei von. Das können
Können wir auch schon mal gerne an der Stelle freilegen. Dann haben wir unseren nächsten Torbogen. Torbögen und Säulen. Ich sag's immer wieder, es gibt nichts Schöneres. Die ganze Welt könnte aus Bögen und Säulen bestehen. Da müssen wir aber nochmal ein. So geht's ja nicht. So geht das. So, und der oben drüber auch. So. Dann können wir auch die schon reinmachen. Die halten sich ja jetzt hier fest. Da können wir gerade nochmal die nächsten 50 immer wieder einen Auftrag geben. Ah, da haben wir noch ein paar. Gut. So. Schlage ich mich hier mal gerade nach oben. Soweit es geht. Oben steckt Eisen. So, weiter kommt er nicht. Macht aber auch nichts. Ja. Jetzt schon noch ein bisschen mehr. Das macht auch nicht so viel Sinn. So. Hier mal gerade für mich die Deckenhöhe definieren. Ja. Auch gerade mal hier drüben schon mal die Wand auch setzen, wie ich es hier auch schon gemacht habe, auf der anderen Seite. Die Seite schon mal fertig. Ist auch schon mal was. Zock, 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 zock. So, jawohl. Genau, dann haben wir hier. Kriegen wir hier ein bisschen Überblick rein, wo wir hier hin müssen. Und wieder ein Level Up. Steine kloppen bringt jetzt richtig Level Up. Was würde eigentlich. Ich habe beim letzten Mal so leichtfertig gesagt, das könnten wir schon, wenn wir wollten. Level 85. Ja, jetzt könnten wir's. Also die entsprechende Intelligenz auch noch. Was bringt eigentlich Intelligenz ansonsten an die Intelligenz alleine? So, das schnellere und bessere Craften. Ja, das ist ja. Ja, Science habe ich schon gemacht. Ja, gut. Das eins brauche ich nämlich auch für den Chemietisch. Gut, aber wir werden jetzt erstmal wieder ein Momentchen lang Skillpunkte wieder sammeln, bis ich mir darüber im Klaren bin, was ich damit eigentlich machen will. Oder was denn jetzt wichtig wäre. So. Ich könnte jetzt hier. Erstmal egal.